Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Grüßt euch, hallo. Ich muss zugeben, ich bin wahrlich kein Fußballfan. Aber selbst so ein Banause wie ich hat mitbekommen, dass dieses Jahr wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und daher möchte ich an das unheimlich eindrucksvolle Buch One Night in Rio von 2014 erinnern. Ich habe es hier. Boah, ein richtiger Schinken, One Night in Rio. Es ist ein Fotobuch des Fotografen Paul Ripke. Und auch wenn mich Fußball nicht die Bohne interessiert, so ist es ein Buch, das eine wahre Inspiration für alle Fotofreunde darstellt. Also es ist ein wirklich tolles Buch. Die WM in Russland steht vor der Tür und der Einzelhandel präpariert sich mit entsprechenden Fanutensilien wie Flaggen, Schminke, Halsketten und was der Fan von heute halt so braucht. Ja, ich gestehe, ich brauche davon nichts. Ich bin ein elender Spielverderber. Aber ich habe das Buch von Paul Ripke aus dem Archiv geholt. Das ist hier auch noch schön verpackt. Und ich habe es mir damals für meine Frau heraus signieren lassen. Und das Buch dient für mich heute als große, große Inspiration für Reportagefotografie. Die Ausstellung zu diesem Fotobuch in München habe ich mir angeschaut damals. Und ich habe auch darüber gebloggt. Stell es mal rüber, das ist auch schwer, das Buch. Und ich habe meiner Frau eben dieses exklusive Fotobuch zu Weihnachten damals geschenkt. Freilich mit einer Widmung hier von Paul. Hier steht die Widmung im Blick. Da steht sie. Kann ich das lesen? Okay. Also, eine perfekte Fotoreportage hat dieser Herr Ripke geschafft. Und er schafft es mit seinen Bildern die Begeisterung, die Erschöpfung, den Kampfgeist und die Kameradschaft der Jungs von damals festzuhalten. Vielleicht, okay, da kann man diskutieren, sind die Bilder technisch nicht immer perfekt, aber das ist egal. Es ist egal. Sie sind absolut emotional und erzählen eine Geschichte. Was Besseres kann doch Reportagefotografie nicht machen, außer Geschichten erzählen. Leider gibt es in den klassischen Massenmedien keine große Reportagefotografie mehr. Die Zeiten von Time Life oder bei uns Stern oder Geo sind im Großen und Ganzen abgelaufen. Aber gerade im Lokaljournalismus wäre Reportage eine wunderbare journalistische Darstellungsform. Naja, und man zieht da vielleicht komplett ins Netz um. Es gibt sehr viele Netzfotografen. Tolle Zeit haben wir da. Platz gibt es auf jeden Fall im Netz genug. Also, Fotos, Reportagefotos sollten natürlich nicht nur eine Illustration eines Artikels sein, sondern sie sind ein selbstständiges, eigenständiges Medium. Und Paul Ripke hat dies mit seinem Buch One Night in Rio absolut bekräftigt. Und das ist auch gut so. Ups, hier noch ein bisschen mal ein paar Bilder rein. Es ist gut so, so ein Buch in die Hand zu nehmen und die Erfahrungen der damaligen Fußball-Weltmeisterschaft wieder in Erinnerung zu rufen. Vielleicht haben unsere Jungs bei der jetzigen WM in Russland wieder eine Chance. Ich habe absolut keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Aber beim Durchblättern dieses Buches habe ich gemerkt, was ich alles vergessen hatte. Was sicherlich daran liegt, dass ich kein großer Fußballfan bin. Aber wie gesagt, die Bilder sind sehr, sehr emotional, sehr, sehr eindrucksvoll. Und selbst für mich als Nicht-Fußball-Fan sind die Bilder packend. Es hat mir geschafft, bei mir Emotionen zu entlocken. Und naja, das wird sicherlich hoffentlich auch wieder eine tolle WM werden. Und ich bin gespannt auf die Ideen der Kreativen. Im Jahre 2006 hatten wir das Sommermärchen auf Film von Sönke Wortmann, das die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur und bei der Fußball-WM damals gezeigt hat. Den Film habe ich mir sogar im Kino angeschaut und ich habe mir eine DVD gekauft. Auch, wie gesagt, weil ich kein Fußballfan bin. Aber trotzdem, es war super gemacht. Sönke Wortmann, tolles Ding. Und Paul Ripke hat eben 2014 mit One Night in Rio eben auch als eigenständiges gebracht. Ich habe mir hier die Ausgabe mit dem goldenen Leinen-Hardcover und goldener Prägung und Goldschnitt und in einem schwarzen Leinenschuber auch mit goldener Prägung geholt. Und ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr entsteht und ich bin gespannt, wie wir dieses Jahr abschneiden.
Und eindrucksvoll fand ich nochmal die Widmung, die er reingeschrieben hat. Ich lese euch mal vor. Nicht für Facebook, nicht für Instagram, sondern für die Jungs und das Team dahinter. Paul. Paul Rübke, coole Sache. Ich danke dir. Danke für die Inspiration. Und jeder Fußballfan braucht es. Es gibt auch eine Ferienausgabe, die ein bisschen preiswerter ist. Und ich habe mir die große Ausgabe, die Goldausgabe gekauft. Und jeder Fan braucht es und jeder Journalist braucht es, der sich mit Fotografie interessiert, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Fußball ist unser Leben. Naja, okay, alles klar. Ich wünsche euch was. Danke und wenn es euch gefallen hat, den Like wie immer.